so einen schönen Tag und hey, du bist ja auch wieder da, ne? Ihr habt mir so viele schöne Kommentare geschrieben. Lununuki hat geschrieben, ich habe die Glocke aktiviert und feiere deine Videos. Wow, endet die Glocke aktiviert. Alter, was für ein Ehrenmann. Ja, so cool. Ach, und übrigens, Leute, ne? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Serien gerne guckt. Zum Beispiel Dragons, Ninjago oder was ihr gerne guckt, Mensch. Aber wir, ne? Wir sind nicht heute mal wieder auf der... Wow, auf der Punkt-Exe-Insel, Ente. Hä, es ist doch die einsame Insel, oder? Ja, aber ich waren so viele Leute schon, die mit Punkt-Exe waren, dass es jetzt die Punkt-Exe-Insel ist, Mensch. Ach so, wow. Alter, hier, alter Schwede, ich weiß ja nicht, wer hier am Werk ist, ne? Ja, aber Moment mal, Ente, was guckst du eigentlich so für Serien gerne? Boah, was ich so gucke eigentlich, boah, ich guck voll viel. Manchmal SpongeBob noch. Das gibt's ja auch auf Amazon Prime. Was ich auch nur so gucke im Moment. Boah, ich habe voll wenig Zeit wegen der Schule, Alter. Das ist voll blöde eigentlich. Ich würde gerne mehr Serien gucken, aber das geht halt kaum. Ah! Oh Gott, oh Gott, Alter. Hab ich dir schon mal erzählt, dass ich eigentlich gar nicht schwimmen kann? Ja. Ich bin eine schlechte Ente, ich weiß. Hast du schon mal erzählt, Mensch? Aber Moment, Ente. Diese Liane sieht verdächtig aus. Ach, die ist nicht verdächtig, Mensch. Oh. Jetzt kommt da runter, okay. Du Blabberente. Und oh. Zwar habe ich letztens auf Super Dragon Ninjago geguckt. Das war so cool. Junge, Alter, mega cool eigentlich. Die habe ich mir auch schon mal gegönnt. Ja, aber jetzt komm mal, Ente, wir müssen mal los. Okay, ich komm. Guck, was wir heute so für Abenteuer erleben, Mensch. Wow. Alter, bestimmt mega cool. Ich bin echt mal hautnah gespannt, Alter. Ja, aber weißt du schon das Neueste? Ich habe letztens einen Brief von der Staatsanwaltschaft gekriegt. Was? Von der Minecraft-Staatsanwaltschaft? Ja, dass wir gejagt werden momentan, weil du das Haus Bonn? Kaputt gemacht hast, Mensch. Auch IT, du hast es doch auch kaputt gemacht. Hä, hab ich gar nicht. Du hast das ganze TNT gesetzt letztens. Ich dachte, das gehört niemandem. In der letzten Folge hast du das gemacht, Mensch. Leute, ihr dürft niemals Häuser kaputt machen, auch wenn sie niemand gehört. Das dürft ihr nicht, dann verfolgt euch die Minecraft-Staatsanwaltschaft, alter Schwede. Ja, und die Polizei, Mensch. Aber, Moment mal, ist hier jemand da? Klopf, klopf, klopf. Klopf. Ja? Hä? Nö, da, oder? Mensch. Nö. Aber weißt du, was wir machen könnten? Was denn? Wir könnten ja mal irgendwie was aufmachen, aber boah, ich finde, ich sehe gar keine Lucky-Blöcke. Und du? Ich weiß auch nicht, wo. Puh, ich weiß gar nicht, wo Lucky-Blöcke sein könnten, Mensch. Weißt du es, Ente? Nö. Wenn ihr was seht, wo Lucky-Blöcke sein könnten, klickt's mal auf euer Handy. Guck mal, Ente, hier, die auf eine Kiste gerückt eben. Alter, nice. Oh mein Gott, Lucky Blöcke. Lucky Blöcke, alle meine. Hui. Ey. So cool. Wollen wir aufmachen? Ja, bitte. Ja, los. Wow, komm, wie schnell ich bin. Alter, Alter, wie heftig. Es macht immer so Spaß, Lucky Blöcke zu öffnen. Mega viel. Lucky Potion. Hui. Lol. Hui. Oh, oh. Wow. Heftig. Du bist unsichtbar. Ich bin unsichtbar? Ich sehe meine Hand ja nicht mehr. Alter, ich packe hier drin fest im Brunnen. Hilfe. Das sehe ich gar nicht. Hol mich hier raus. Ich weiß gar nicht, wo du sein könntest. Jetzt mal ernsthaft. Ja, hier bin ich. Guck, ich baue sogar. Spring mal. Ah, geht schon wieder, IT. Wow, das war ja brandgefährlich, Mensch. Guck mal, ja. Das Hero Sword. Alter, jetzt bist du ja ein richtiger Held. Geh weg, Mensch. So cool. Alter, mega nice. Weiter geht's. Los. Alter, dieses Schafe hier, Mensch. Hä, was ist mit denen? Lol, Alter, du hast sie ja mega schnell besiegt. Das macht so Spaß. Ah, du hast mich getroffen. Wow. Oh, das hat ja weh, Alter. Das war mega cool. Ja, schon. Alter, ich hab so eine komische Waffe, guck mal. Welche? Ich schieß lieber nicht, Mensch. Versuch's mal. Glaubst du jetzt, sie ist zu gefährlich? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Wir sollten das lieber lassen. Aber weißt du was? Was denn? Und zwar bist du eine meiner besten Freunde, Ente. Ja, du meine auch, Alter. Aber weißt du, bevor ich hab das Schaf getötet. Vor was denn? Dass hier noch mehr Punkt-Exe-Figuren kommen. Ja, dass die uns was Böses wollen. Ja, ich hab so Angst. Wow. Ich auch. Ach, die Schalker-Scheißplan, Ente, die ist mega cool. Krass, Alter. Heftig, oder? Ui, ich kann sogar fliegen damit. Ich liebe Minecraft. Übertreib halt. Aber ich werfe einfach erstmal ein paar Items weg, ne? Weil man braucht ja auch Mach die das. Wie? So cool. Au. Ente, wo bist du? Warte mal, ich krieg gerade einen Anruf. Warte, ich krieg einen Anruf. IT, mein Informant hat mir Bescheid gesagt. Oh Gott. Hä, was denn? Pandalino hat mich angerufen. Wir müssen schnell weglaufen.
die Polizei, also die Minecraft.exe-Polizei ist auf dem Weg hierher. Meinst du etwa auf Streife.exe? Ja, und zwar noch die Spezialisten dazu. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg, Alti. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alti, wir müssen echt schnell laufen. Du musst wirklich die Beine in die Hand nehmen und so schnell laufen, wie du noch nie gelaufen bist. Ich wirklich beide Beine blitzschnell in die Hand nehmen. Das ist gut, Alti. Alter Schwede. Denkst du, wir können uns ja im Haus verstecken? Ja. Ja. Ist eine super Idee. Weiß ich. Guck mal, hier im Buch steht was drin. Was steht da? Wir suchen euch. Auf Streife, die Polizisten. Oh nein, Alti, wir müssen hier raus. Hier wohnt jemand von denen. Oh, lauf. Ich hab mir Angst vor Auf Streife, die Polizisten. Ich auch. Ich hab voll Angst vor denen, Mensch. Ja, ich auch vor denen. Alter, aber ich habe mal voll die coole Folge eigentlich von denen gesehen. Die war mega nice. Was ist denn passiert bei Ausstreifen, die Spezialisten? Boah, keine Ahnung. Da wurde jemand festgenommen, weil er böse war. Und ja, das war eigentlich voll cool. Guck mal. Oh, Alti. Ausstreifes Revier. Das wäre ziemlich seriös. Alter, Alti, denkst du, das sind die? Moment mal, wir gucken mal durch das Fenster. Mach das. Alter, das sieht ja aus wie eine Spezialeinheit. Alti, die wollen uns fangen bestimmt. Das sind Aufstreifen-Spezialisten.exe. Alti! Hilfe! Hilfe, Alti! Oh Gott, der ist ja stark, Alter. Uns, Mensch. Der schlägt mich, Alti. Oh mein Gott, die sind mega gefährlich. Die sind brandgefährlich. Ich hab ihn weggeschubst, Ente, Mensch. Alti, ich baue mich hoch, baue dich hoch. Ich hab auch schnell. Keine Blöcke, Mensch. Bau dich hoch, Alti. Oh mein Gott, die sind brandgefährlich. Schnell, flüchte von denen. Wow, die können ja, die wollen ja hoch zu mir, Ente. Warte mal, ich habe eine Lösung dafür. Die besiegen wir easy peasy. Warte mal ganz kurz, ich spring mal zu dir rüber. Ich komme zu dir. Nein, warte, die werden abgelenkt. Nein. Alti, die kommt da wieder zu mir. Ente, geh hoch. Ja, wow. Hilfe. Ich hab ihn nur runtergeschubst. Danke, Alti. Oh Gott. Ich muss ja weg, Die kommen, die Spezialisten. Oh, du hast mich gerettet, Alter. Warte mal, ich klatsche dir mal einen Amboss auf den Kopf. Achtung. Oh, Mensch. Wow. So, der Alte. So, und? Aha. Ich hab den Trick mit dem Amboss. Ja, Mann. Alti, was soll man denn jetzt machen? Ich hab noch mal die Potions. Wie gefährlich die sind. Werf die mal auf die. Ente, ich bin wieder Wo unten. Bist du? Das ist aber kein Lucky Potion. Oh oh, Alti, deine verfolgt dich. Sollen wir die einfach angreifen oder sollen wir. Lass mal lieber weiterlaufen, oder? Ui, ich hab nochmal 3 Lucky Potions geworfen. Lol, wow. Oh mein Gott. Hättest du ihn getroffen? Ah, Alti, aua, Ente, aua. Wow. Lol, du hast ihn besiegt. Da lebt aber noch einer. Oh Gott, Alti. Das ist der Spezialist Udo von Auf Streife. Das ist der Udo, Alter. Wow. Lol, du hast Udo besiegt. Heftig, Alter. Das war Aufstreife.exe. Wow. Junge, Alter, ich hab noch nie so eine gefährliche Aufpunkt-Exe-Version wie die gesehen, oder? Aber lass uns nochmal zurück das Polizeirevier angucken. Ja, Mann, Alter, lass es mal inspekten. Wer ist eigentlich verantwortlich für diese ganzen Punkt-Exe-Wesen? Das müssen wir mal herausfinden. Vielleicht finden wir hier was. Hier ist ein Buch. Steht da was über die Punkt-Exe-Wesen? Ich werde euch, wenn ihr das hier lest. Wo habt ihr meine Soldaten besiegt? Aber das nächste Mal werdet ihr nicht so einfach davonkommen. Hast du das gehört, Alti? Es muss einen Anführer der Punkt-Exe-Wesen geben, Ente. Ja, und der will uns unbedingt an den Kragen, Alter. Und wir besiegen ihn jedes Mal aufs Neue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, ich habe schon so viele Punkt-Exe-Wesen jetzt gesehen. Ja. Alter, Peppa Pig und Spirit. Und was ist ja. noch alles gab, Mensch? Und jetzt die Polizisten. Junge, brandgefährlich. Auf Streife.exe waren mega böse. Ja, ist echt so. Wir müssen aufpassen, dass hier wieder die richtigen Polizisten hinkommen. Ja, genau, aber die wollen uns ja auch einkerkern, aber trotzdem nicht so schnell wie die Punkt-Exes, Alter. Die waren mega böse. Ist so. Aber Alter, wir sollten auf jeden Fall mal irgendwie noch gucken, was es hier noch so auf der Insel gibt. Ja, hier gibt es doch viele spannende Sachen zu erkunden. Sollen wir mal den Weg einfach weiterlaufen? Auf, komm, Alti, auf geht's. Sorry, Alti. Ich komm ja schon, Mensch. Ja, Alter Schwede, guck mal, wie durchwachsen das hier ist. Hier muss man ja sich mit so einem Schwert durchbauen, Alter. Glaubst du, es gibt hier irgendwo auf der Insel noch andere Punkt-Exe-Wesen? Ich weiß es nicht, Alti. Guck mal, da ist ja Lava. Aber das ist eine Glasplatte, guck mal. Lol, Alti, Junge, du wärst ja fast runtergefallen, Alter. Alter, Leute, das ist eine Punkt-Glasplatte, Mensch. Glaubst du, das ist auch Punkt-Exe? Nein, ich glaub nicht, oder? Guck mal, hier ist Knöpfe. Wow. Sollen wir da mal durchgehen? Ich weiß gar nicht. Wollen wir? Und zack. Oh, Alti. Ich glaube, niemand kann hier noch raus. Alti. Lol. Wow. Ist das ein Gefängnis hier? Komm raus, Ente.
Warte, und jetzt bin ich raus. Alter, wir sollten auf jeden Fall erstmal zum Chef gehen und wegfahren. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Alter. Vielleicht gibt es ja ein Geheimnis, wo man durch die Druckplatte kommt. Wenn deine Zuschauer das wissen, dann müsst ihr das unbedingt in die Kommentare schreiben, wenn sie eine Ahnung haben, was für ein Geheimnis dahinter steht oder wer hinter diesem Punkt Extrawesen steckt. Wisst ihr, Leute, ihr müsst auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wer das sein könnte. Genau, helft uns bitte. Schreibt eure Tipps bitte in die Kommentare. Ja, wir brauchen eure Hilfe. Denn ihr seid unsere Superfreunde. Genau. Am Ende kommen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Ja, wow. Lass mal nach Hause gehen, Alter. Ich hab mega Kohldampf. Alter, dass wir heute einfach auf Streife die Spezialisten.exe getroffen haben. Und auch noch besiegt haben. Das war einfach mega, mega cool. Mega mäßig, IT. Es hat mega Spaß gemacht. Ist so, mit dir immer. Es war einfach mega, mega, mega. Mega cool. Aber weißt du was? Was? Zu Hause gibt's erstmal jetzt Kartoffelsalat mit Würstchen. War für mich ein T-Bone Steak. Das wird lecker, lecker schmecken. Lecker, 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 lecker. Das stimmt. Weißt du, es hat mega viel Spaß gemacht. Ja, mit dir auch, IT. Es macht immer Spaß mit dir. Mit dir auch. Ja, Leute, na, wenn es euch gefallen hat, schaut bei Ende vorbei. Yo. Und schreibt auf jeden Fall eure Lieblings-